Ich möchte mein Skript zur Mars-Theorie fortsetzen. Definition. Und zwar die vierte Definition im ersten Kapitel, das Dynkin-System. Ein Mengensystem auf der Grundmenge Omega heißt Dynkin-System wenn gilt erstens, die Grundmenge ist in dem Mengensystem, zweitens, zwei Mengen AB in dem Mengensystem mit der Bedingung A Teilmenge von B impliziert, dass die Differenzmenge im Mengensystem bleibt. Drittens, Mengen abzählbar unendlich viele im Mengensystem, jedoch paarweise disjunkt. Impliziert, dass deren Vereinigungsmenge im Mengensystem bleibt. Sind alle drei Kriterien erfüllt, spricht man von einem Dynkin-System. Satz 2 im ersten Kapitel. Ein Mengensystem auf der Grundmenge Omega ist genau dann, ein Durchschnitt stabiles Dynkin-System wenn das Mengensystem auf der Grundmenge Omega eine Sigma-Algebra ist. Beweis. Sei das Mengensystem ein durchschnittsstabiles Dynkin-System auf der Grundmenge Omega, dann kann ich folgern, dass die Differenzmenge Omega reduziert um die Menge Omega im Mengensystem bleibt. Denn einerseits weiß ich, dass die Grundmenge im Mengensystem ist und andererseits weiß ich, dass ich Differenzmengen bilden kann und ich bleibe im Mengensystem. Wobei wir hier eine Bedingung zu beachten haben. Diese Bedingung berücksichtigen wir wie folgt. Wir können Omega reduzieren um Omega und erhalten sicherlich die leere Menge, wissen zu dem Zeitpunkt, dass die leere Menge im Mengensystem ist, für die Bedingung, naja, Omega ist wohl eine Teilmenge von Omega selbst. Das ist nicht alles, was wir an der Stelle folgern können. Wir können eine Menge A in der Grundmenge betrachten und die Differenzmenge bilden, nämlich Omega reduziert um die Menge A ist ja dann nichts anderes als die Komplementmenge der Menge A. Insgesamt bin ich in diesem Mengensystem für die Bedingung A echte Teilmenge
von Omega. Nun kann ich folgern, weil ich weiß, dass Komplementmengen im Mengensystem liegen, unter der Kenntnis, dass Durchschnittsstabilität vorliegt für dieses Mengensystem. Naja, dass A-Komplement geschnitten mit B-Komplement im Mengensystem bleibt. Jetzt ist diese Menge im Mengensystem, dann muss natürlich die Komplementmenge ebenfalls im Mengensystem bleiben. Daraus kann ich aber folgern, diese Komplementmenge ist aufgrund der De Morgan-Regel nichts anderes als Komplement von A, davon das Komplement vereinigt mit Komplement von B, davon das Komplement. Diese Menge stellt aber nichts anderes dar als die Vereinigung der Menge A mit der Menge B. An der Stelle möchte ich die wichtigen Resultate markieren, nämlich wir wissen, unter der Voraussetzung, dass ein durchschnittsstabiles Dünkin-System vorliegt, dass die leere Menge in diesem Mengensystem ist, dass die Komplementmenge einer beliebigen Menge im Mengensystem bleibt und die Vereinigung von zwei beliebigen Mengen bleibt ebenfalls in dem Mengensystem. Also kann ich folgern, dieses Mengensystem muss eine Algebra sein, und zwar auf der Grundmenge Omega. Dann kann ich aber folgern, dann ist dieses Mengensystem auch ein Ring auf der Grundmenge Omega. Denn ich habe im externen Video nachgewiesen, dass Differenzmengen ebenfalls in der Algebra liegen. Und zwar beliebige Differenzmengen. Das heißt, auch Differenzmengen mit dieser Einschränkung, dass wir nur Teilmengenbeziehungen betrachten. Ja gut, dann wissen wir an der Stelle, dieses Mengensystem ist ein Ring auf der Grundmenge Omega. Nun weiß ich, dass die Vereinigung von n-1 Mengen ebenfalls in dem Mengensystem liegen muss, denn wir haben hier einen Ring vorliegen. Und im Ring sind Differenzmengenbildungen möglich. Also weiß ich an der Stelle auch, A-Index n reduziert um die Vereinigung von n-1 Mengen liegt ebenfalls in diesem Mengensystem und zwar für alle n aus den natürlichen Zahlen, für die gilt n größer oder gleich 2. Naja, jetzt folgere ich die Menge A1 vereinigt mit der Vereinigung von abzählbar unendlich vielen Mengen und zwar Start bei n gleich 2, nämlich, was vereinige ich? Naja, diese Mengen hier, diese Differenzmengen. Und ich betrachte ja nach Voraussetzung ein durchschnittsstabiles Dünkin-System und von dem weiß ich, dass all diese A-Index n-Mengen paarweise disjunkt sind. Ja? Also gilt hier wegen Kriterium 3. Dann habe ich hier nichts anderes als die Vereinigung von abzählbar unendlich vielen Mengen, nämlich A Index n. In der Sigma-Algebra müssen A1, A2, A3 und so weiter bis in Unendlichkeit, die müssen nicht notwendigerweise paarweise disjunkt sein. Sie dürfen es aber sein. Deshalb wissen wir, das liegt auf jeden Fall in diesem Mengensystem. Und jetzt können wir folgern, das Mengensystem auf der Grundmenge Omega ist eine Sigma-Algebra. Denn auch wenn ich
die Vereinigung von abzählbar und endlich vielen paarweise disjunkten Mengen bilde, bleibe ich in der Sigma-Alge. Wir brauchen hier nicht notwendigerweise paarweise disjunkte Mengen. Gut. Die Rückrichtung. Sei dieses Mengensystem eine Sigma-Algebra auf der Grundmenge Omega. Daraus kann ich folgern. Die Sigma-Algebra ist komplementstabil. In der Sigma-Algebra ist die leere Menge. Also kann ich wohl das Komplement der leeren Menge bilden. Das ist nichts anderes als die Grundmenge. Also liegt die Grundmenge ebenfalls in diesem Mengensystem. Und wegen Lemma 2.1 bis 4.1 und Satz 1.1. Der Satz hat besagt, wenn ich eine Sigma-Algebra vorliegen habe, habe ich immer die Algebra-Struktur dabei. In den Lemmas ist das wichtigste Resultat. Wenn ich eine Algebra habe, dann kann ich alle Operationen, die im Ring möglich sind, auch in der Algebra durchführen, sodass wir dann letztlich unter den Verweis hier tatsächlich eine Mengenfolge angeben können, nämlich A-Index 1 Schlange definiere ich als A-Index 1 liegt in dem System, A-Index 2 Schlange soll sein die Differenzmenge, von der ich weiß, dass sie insgesamt im System bleibt. A2 reduziert um die Menge A1 bleibt im System. A3 wäre dann, A3 reduziert um die Vereinigungsmenge. Also man sieht dieses Schema. Man nimmt immer das, was man vorher dazu zugenommen hat, wieder raus bei dem nächsten Mengenfolgenglied, sodass wir hier formulieren, A-Index n Schlange wäre nichts anderes als A-Index n reduziert um die Vereinigung von n-1 Mengen. Und wir bleiben auch hier in dieser Menge, in diesem Mengensystem. Aus dieser Konstruktion kann man direkt folgern. A-Index m reduziert um die Vereinigungsmenge von m-1 Mengen ist eine echte Teilmenge von dieser Menge A-Index m. Logisch, denn hier nehme ich ja von dieser Menge diese Menge raus. Ja. Aber diese Menge ist wiederum eine echte Teilmenge von der Vereinigung von n minus 1 Mengen, wobei wir hier voraussetzen, OBDA, n größer als m. Ja. Und wir sehen, A-Index m reduziert um die Vereinigung von m minus 1 Mengen, geschnitten mit A-Index n reduziert um die Vereinigung von n-1 Mengen. Dieser Schnitt ist leer. Ja, für alle mn aus den natürlichen Zahlen mit OBDA n echt größer m. Und wir sagen hier natürlich, dass wir diese Menge hier berücksichtigen, n größer gleich 3. Und diese Bedingung soll ja gelten, also m größer gleich 2. Jetzt wissen wir diese Mengenfolge hier. Diese ganzen Mengen sind paarweise disjunkt. Und wir wissen sogar ein bisschen mehr. Also es folgt A-Index 1 Schlange, A-Index 2 Schlange sind paarweise disjunkt und liegen selbstverständlicherweise in diesem Mengensystem. Und es gilt,
A-Index 1 Schlange vereinigt mit der Vereinigungsmenge von abzählbaren endlich vielen Differenzmengen. Wobei wir hier ja sagen müssen n, nicht wahr? Weil wir lassen ja über n laufen. Genau, hier ist n und k setze ich hier nur für diese Vereinigung von n minus 1 Mengen. Genau. Also, erkennen wir hier nach Konstruktion, das ist ja nichts anderes als die Vereinigung von diesen, ja, abzählbaren endlich vielen Mengen. Und die sind nach Voraussetzung in dem Mengensystem. Ja, wegen der Konstruktion erkennt man das, was ich bei A Index N Schlange rausnehme, kommt ja vorher wieder dazu. Also habe ich letztlich diese Vereinigungsmenge. Und wir betrachten ja eine Sigma-Algebra und nach Voraussetzung ist diese Vereinigungsmenge auf jeden Fall in dem Mengensystem. Also aufgrund der Gleichheit wissen wir, das liegt auch hier drin. Ja? Also die Vereinigung von A-Index n Schlange, also von diesen abzählbaren endlich vielen Differenzmengen, liegt in dem Mengensystem und wir wissen, dass diese Mengen paarweise disjunkt sind. Daraus folgt, das Mengensystem, von dem wir ja vorausgesetzt haben, dass es eine Sigma-Algebra sein soll auf der Grundmenge Omega, ist auch ein durchschnittsstabiles Dynkin-System. Diese Durchschnittsstabilität, die überträgt sich direkt aus der Annahme, dass wir ein Mengensystem betrachten, das eine Sigma-Algebra sein soll. Ja, QED. Cool.